Eine Stadt in Osteuropa mitten im Winter bei arktischer Kälte. Wie Untote einer Geisterarmee stolpern gespensterhafte Gestalten blindlings umher. Auf der verzweifelten Suche nach Schutz vor der Kälte werden sie nur die warme Umarmung des Todes finden. Man stelle sich eine Stadt von 30.000 Einwohnern vor, die übersät ist mit 30.000 Leichen. Sie sahen, wie Männer zu Tausenden tot umfielen. Eben lachten sie vielleicht noch. Dann schlugen sie plötzlich der Länge nach hin. Es ist eine der schlimmsten Katastrophen der Militärgeschichte. Die Namen der Opfer bleiben unbekannt. Und wer oder was sie umbrachte, ist bis heute ein Rätsel. Handelt es sich um einen Massenmord? Um das perfekte Verbrechen? Keinerlei Verletzungsspuren. Die Frage ist, woran er starb. Um das Geheimnis zu lüften, muss ein kleines Team von Wissenschaftlern die Überreste gründlich untersuchen. Eine grauenhafte Aufgabe. Hier haben erst die Nazis und dann die Sowjets ihre blutigen Spuren hinterlassen. Doch die Forscher merken bald, dass dieses Mal die üblichen Verdächtigen nicht als Täter in Frage kommen. Litauen hat 1990 als erster Teilstaat der Sowjetunion die Unabhängigkeit errungen. Heute ist die Hauptstadt Vilnius blühendes Zentrum eines wirtschaftlichen Aufschwungs. Doch die dunkle Vergangenheit ist noch nicht endgültig begraben. Hier sehen Sie alte Gebäude neben den neuen. Wir sind zwischen vielen Ländern eingekeilt. Vilnius ist schon von vielen Armeen besetzt gewesen. Polnischen, schwedischen, französischen, russischen, sowjetischen und anderen. Insofern ist unsere Geschichte einzigartig. Nach der Unabhängigkeit machen Bauarbeiter in einem von den Sowjets geräumten Militärstützpunkt eine grausige Entdeckung. Den Bauleiter schaudert es noch heute. Als ich sah, dass es eindeutig menschliche Knochen waren, rief ich die Polizei und stoppte die Ausgrabungsarbeiten. Es war ein Massengrab mit Hunderten, wenn nicht Tausenden Skeletten. Wer waren diese Toten? Und wer hat sie getötet? Um diese Fragen zu beantworten, wird Dr. Rimantas Jankauskas, ein forensischer Anthropologe von der Universität Vilnius, mit einer Untersuchung beauftragt. Mehr als 2000 Skelette zu identifizieren, ist für jeden Anthropologen eine spannende Aufgabe, aber in diesem Fall auch ein Albtraum. Mir ist etwas mulmig zumute. Die Knochen sind ein einziges Durcheinander. 8 Jahre zuvor hat der Wissenschaftler schon einmal ein Massengrab erforscht. Er überlagerte Abbildungen der Schädel mit Fotos bekannter Dissidenten und konnte so die Toten als Opfer des KGB identifizieren. Die neu entdeckte Stätte ist nur 800 Meter von der alten entfernt. Schon deshalb sind auch hier die Sowjets die Hauptverdächtigen. Doch dieses Mal fehlen die üblichen Verdachtshinweise. Das macht den Forscher stutzig. Wir finden keine Waffen und nur sehr wenige Münzen und Militärabzeichen. Es gibt auch kaum Textilreste, die darauf hinweisen könnten, wer die Opfer waren. Dann ein aufregender Fund. Ein einzelner Uniformknopf kann vielleicht Aufschluss über die Identität wenigstens eines der Opfer geben.
trace of decoration, just getting around. Am Rand erkennt man noch die Spur einer Verzierung, aber von vorn ist nicht viel zu sehen. On the front part of the button. Doch als der Knopf gesäubert ist, können die Forscher ihn eindeutig zuordnen. Er führt zurück in eine Epoche, in der ein außergewöhnlicher Mann mit der damals mächtigsten Armee alle europäischen Mächte außer England unter seine Kontrolle gebracht hat. Über Napoleon Bonaparte wurden mehr Bücher geschrieben, als Monate vergangen sind, seit er starb. Noch immer fasziniert er nicht nur die Historiker. Obwohl er gar kein echter Franzose ist, sondern von der italienisch geprägten Insel Korsika stammt, krönt sich der ehemalige Artillerieleutnant im Alter von nur 35 Jahren zum Kaiser von Frankreich. Von fast manischer Energie getrieben, bellt er Befehle an drei Schreiber gleichzeitig heraus. Aber falls nötig, kann er auch sehr charmant sein. Zu einem Freund sagte er einmal, wenn ich jemanden brauche, macht es mir nichts aus, seinen Hintern zu küssen. Mit 1,68 Meter ist Napoleon nicht sehr groß, aber er hält sich für den Größten. Immerhin hat das Militärgenie 1812 fast ganz Europa unterworfen. Wer will ihm da noch die Stirn bieten? 5 Jahre zuvor hat er mit dem russischen Zaren eine Allianz gegen den Erzfeind England geschlossen. Aber der Zar verstößt gegen den vereinbarten Handelsboykott. Das soll er nun büßen, getreu dem Leitspruch Napoleons. Meine Macht hängt von meinem Ruhm ab und mein Ruhm von meinen Siegen. Der Sieg hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und nur durch Siege kann ich die Macht erhalten. Seit 2 Jahren hat er seinen Russlandfeldzug bis ins kleinste Detail geplant. Mit einem fotografischen Gedächtnis ausgestattet, will er nichts dem Zufall überlassen. Er selbst entwirft die Pläne für die Versorgungswagen und rechnet aus, wie viele Hufeisen die Kavallerie mitnehmen und wie viel Proviant jeder Soldat tragen soll. Aber während er kaltblütig und siegesgewiss die nächste Eroberung plant, drängen unterbewusste Ängste an die Oberfläche. Nachts plagt ihn ein ständig wiederkehrender Albtraum, wie sein Leibdiener verrät. Die Erinnerung an seinen Traum verfolgte ihn lange Zeit. Er sprach oft davon und versuchte jedes Mal, eine andere Interpretation zu finden. Napoleon gibt zu, dass ihm der Traum an die Nieren geht. Ein Bär schlitzt mir den Brustkorb auf und reißt mein Herz heraus. Napoleon weiß sehr wohl, dass der russische Bär das Symbol zaristischer Macht ist. Dabei erinnert der gegenwärtige Zar Alexander I. eher an ein zahmes Kätzchen. Zum Beispiel kann er kein Blut sehen. Er ist so an den Luxus und die Annehmlichkeiten des Hoflebens gewöhnt, dass er als verdorbenes Muttersöhnchen verspottet wird. Gleichzeitig gilt er aber auch als gerissen und heuchlerisch. Daher der Spitzname die Sphinx. Man flüstert sogar, er habe seinen eigenen Vater umbringen lassen. Dennoch sieht Napoleon in ihm keinen ernsthaften Gegner. Schließlich hat der größte Feldherr seiner Zeit schon viele Siege errungen, während der Zar nur eine einzige Schlacht schlagen musste. Und die hat er verloren. Also scheint eine Invasion Russlands ein Kinderspiel. Im Juni 1812 stellt Napoleon die größte Streitmacht auf, die Europa je gesehen hat. Rund 650.000 Soldaten mit 140.000 Pferden und zahllosen Versorgungswagen. Die befördern unter anderem 28 Millionen Flaschen Wein und das goldene Tafelgeschirr des Kaisers. Wie ein früherer Historiker sagte, es war alles vorhanden, damit sich ein großes Genie an seiner eigenen Macht berauschen konnte. Der Historiker Austin hat mehrere Bücher über Napoleon geschrieben. Er glaubte an einen schnellen Krieg und an eine gute Schlacht, wie er sagte. Auch seine Soldaten sind begierig auf einen weiteren Triumph. Sie beteten ihn geradezu an und sahen in ihm ihren neuen Gott. So nannten sie ihn sogar. Musik
Als sie an die Memel kommen, die Litauens Ostgrenze bildet, erklärt einer der Generäle: Beim Wort Memel waren wir Feuer und Flamme. Alle brannten darauf, den Fluss zu überqueren. Wer sind diese Männer, die ihr Leben für den Mann opfern würden, den sie Le Patron nennen, den Chef? So, Gentlemen, I can make a note that this is male. Anhand der bisher untersuchten 1700 Skelette hat Jan Kauskas Erstaunliches herausgefunden. Die meisten waren junge Männer von 20 bis 25 Jahren. Nahezu 10% waren jünger als 20, einige sogar erst 15. Diese Erkenntnisse bestätigen, was Historiker seit langem vermutet haben. Napoleon ist nach 16 Jahren ununterbrochener Kriegführung gezwungen gewesen, Zehntausende junger, unerfahrener Rekruten einzuziehen. Aufzeichnungen belegen, dass ihm das große Sorgen macht. Ich finde diese Männer zu jung. Ich brauche welche, die nicht schlapp machen. Zu junge Männer füllen nur die Lazarette. So beauftragt er seine Militärärzte, dafür zu sorgen, dass alle Soldaten kampftauglich sind. Als er dem Artilleriestabsarzt Edouard Deschy begegnet, verlangt er Auskunft über den Gesundheitszustand der Truppen. Dann bemerkt er, dass der Arzt seinen Sohn bei sich hat. Der Junge gehört in die Schule, knurrt er. Der Arzt erwidert, er habe nicht damit gerechnet, so weit von Frankreich entfernt eingesetzt zu werden. Daraufhin Napoleon: Jeder in der Armee muss auf alles gefasst sein. Er selbst jedenfalls, so glaubt Napoleon, ist in Russland für alles gerüstet. Er versichert seinen Generälen, er werde den Zaren in weniger als 2 Monaten erledigt haben, lange bevor der gefürchtete russische Winter einsetzt. Das erste Hindernis ist die Memel. Aber Napoleon sieht darin kein Problem. Er hat eine Hightech-Lösung parat, nämlich speziell für die Überquerung gebaute Pontons, entworfen von den besten Ingenieuren Europas. Am 23. Juni 1812, am Abend vor der Invasion, erkundet der Feldherr persönlich, wo die beste Stelle für einen Übergang zu finden ist. Plötzlich ein unerwarteter Zwischenfall. Ein aufgeschreckter Feldhase bringt Napoleon zu Fall. General Colin Court ist Augenzeuge. Er gab sich äußerst gelassen, um die düsteren Gedanken zu verscheuchen, die wohl jeden überkamen. Aber seine Offiziere sind bestürzt. Mir kam sofort der Gedanke, dass dies ein schlechtes Vorzeichen war. Ich war nicht der Einzige, denn der Prinz von Neuchâtel griff meine Hand und sagte: Wir sollten die Memel besser nicht überqueren. Dies ist ein böses Omen. Doch Napoleon bleibt unbeeindruckt. Am nächsten Tag, dem 24. Juni 1812, beginnen rund 500.000 Mann mit Pferd und Wagen den Brückenschlag. Alles klappt wie am Schnürchen. Nicht ein einziger Soldat ertrinkt. Das böse Omen ist vergessen. An einem einzigen Tag 10 Heeresgruppen über die Memel zu schaffen, war eine logistische Meisterleistung, selbst für einen so mächtigen Mann. Er muss sehr mit sich zufrieden gewesen sein. Der französische Geheimdienst meldet, dass sich der Zar in der litauischen Hauptstadt Vilnius aufhält, nur wenige Tagesritte entfernt. Napoleon will die Gunst der Stunde nutzen. Seine Truppen sind den Russischen um das Dreifache überlegen. Und er glaubt, das allein werde den Zaren an den Verhandlungstisch zwingen. Doch dann muss er erfahren, dass die Russen aus Vilnius geflohen sind. Der Zar ist ihm entwischt.
Als Napoleons Armee in Vilnius einmarschierte, waren viele der Einwohner begeistert. Sie sahen in Napoleon den Befreier von den Russen und feierten ihn als Helden. Beim Einmarsch am 28. Juni bereiten die Bürger der Hauptstadt den Franzosen einen triumphalen Empfang. Die Truppen genießen die Begeisterung. Ganz offenbar hat die napoleonische Magie nichts von ihrem Glanz verloren. Einer der Soldaten, Victor Dupuis, schreibt: Wir wurden mit größtem Jubel empfangen. Damen in ihrer besten Garderobe warfen uns Blumen und Kekse zu. Nur Napoleon ist nicht nach Feiern zumute. Er hat gehofft, seinen Widersacher schnell in die Knie zu zwingen. Stattdessen hat der ihm ein Schnippchen geschlagen. Voller Wut stürmt er in die Bischofsresidenz. Er eilt in den Raum, in dem sich noch am Vortag der Zar aufgehalten hat. Er braucht nicht lange zu warten. Alexander I. übermittelt ihm eine Botschaft. Der Zar schreibt: Geh zurück über die Memel, dann können wir verhandeln. Napoleon ist außer sich. Merkt der Zar denn nicht, dass er keine Chance hat? Er zitiert Graf Balaschow zu sich, den Emissionär des Zaren, und bekommt einen Wutanfall. Meine Truppen sind in ihren dreifach überlegen, ruft er. Schämen Sie sich nicht. Ich habe ganz Europa hinter mir. Wie wollen Sie mir da widerstehen? Balaschow erwidert kühl: Wir werden unser Bestes tun, Sire. Er ist also gewarnt, tut die Warnung aber als leeres Gerede ab. Er gibt Order, den Zaren jetzt mit aller Macht zu jagen. Seine Soldaten sind siegesgewiss und übermütig wie nie zuvor. Einer der Hauptleute erklärt selbstbewusst: Hätte man uns befohlen, den Mond zu erobern, hätten wir gerufen: Vorwärts, Marsch! Für Napoleon ist Vilnius kaum mehr als ein Trostpreis. Trotzdem liegt ihm sehr daran, diese Trophäe nicht wieder zu verlieren. Er setzte in Vilnius eine Marionettenregierung ein. Eine ihrer ersten Aufgaben war es, Gräben auszuheben, um zu verhindern, dass die Stadt während seiner Abwesenheit von russischen Einheiten zurückerobert wurde. Mit ziemlicher Sicherheit befindet sich das jetzt entdeckte Massengrab in einem dieser Verteidigungsgräben. Dann bricht Napoleons Grande Armee auf, um die zurückweichenden russischen Truppen einzuholen. Sie soll den Zaren schnappen, bevor er ins russische Hinterland entkommen kann. Diese Wirbel weisen Bruchspuren auf, die offenbar durch Druck entstanden sind. Indizien für die körperlichen Strapazen der Soldaten. Diese Fußknochen sind beim Marschieren so stark belastet worden, dass es zu Ermüdungsbrüchen kam. Die forensischen Befunde bestätigen zeitgenössische Berichte, wonach die Soldaten täglich bis zu 40 Kilometer marschieren und dabei 30 Kilo Gepäck schleppen mussten. Zu ihrer Verblüffung stoßen die Forscher bei den Toten noch auf eine andere Gemeinsamkeit. Was uns am meisten fasziniert, ist eine Scharte in den Zähnen. Man muss Ober- und Unterkiefer zusammenfügen. Dann sieht man diese Scharte. Der seltsame Spalt bei vielen der Schädel blieb lange ein Rätsel, bis der Anthropologe herausfand, was genau in die Lücke passt. Die Arbeitsstunde der Soldaten hatte 50 Minuten. Die restlichen 10 waren Ruhe- oder Rauchpausen. Der hier steckte sich immer sofort die Pfeife in den Mund. Gegen die Strapazen der Marschiererei mag der blaue Dunst ja helfen. Aber gegen das russische Wetter ist kein Kraut gewachsen, wie der Meteorologe David Ryan erläutert. In Russland herrscht ein besonders extremes Klima. Da seine riesige asiatische Landmasse von warmen Meeresströmungen abgeschirmt ist, sind die Winter äußerst kalt und die Sommer brennend heiß.
Zu Beginn des Feldzuges führte die trockene Hitze bei den Soldaten zu Erschöpfung und Austrocknung. Dann verwandelten Gewitterregen die Wege in Schlammpisten, in denen die Proviantwagen mit den Begleitmannschaften stecken blieben. Und je länger die Invasion dauerte, desto mehr breiteten sich Krankheiten aus. Ohne die Proviantwagen müssen sich die Franzosen von dem ernähren, was das fremde Land hergibt. Aber die Russen haben alles, was den Invasoren in die Hände fallen könnte, vernichtet. Die Politik der verbrannten Erde hat Napoleon schwer getroffen. Nicht, dass die Bauern ihre Dörfer in heldenhafter Selbstaufgabe abgefackelt hätten. Das waren die Kosaken, eine Art Polizeitruppe des Zaren. Sie vertrieben die Bauern und brannten Dörfer und Erntevorräte nieder. Selbst die ergebensten Offiziere Napoleons sehen Unheil voraus. All seine Generäle flehten ihn an, nicht weiter zu marschieren. Aber das war ihm unmöglich. Er hatte den Wolf doch schon an der Gurgel gepackt, wie es einer ausdrückte, und konnte nicht loslassen, ohne gebissen zu werden. Also musste er weiter. So kommt es, dass Napoleon die zaristische Armee 3 Monate lang hartnäckig weiterverfolgt, fast bis vor die Tore Moskaus. Seine Späher melden ihm, dass der Zar in der Hauptstadt ist und die Verteidigungsmaßnahmen beaufsichtigt. Napoleon wusste eine ganze Menge über die traditionelle Invasionsroute von Westeuropa nach Moskau. Sie verläuft auf höher gelegenem Gelände, das in der Eiszeit von Gletschern aufgeworfen wurde. Diesen Weg nahm auch Hitler im Zweiten Weltkrieg. Er folgte der Route, die 1812 schon Napoleon eingeschlagen hatte. Der gut 800 Kilometer lange Trek von Vilnius nach Moskau schmeckt den Soldaten überhaupt nicht mehr. Schon gar nicht denen, die zwangsrekrutiert worden sind. Ein großes Problem waren die Desertionen. 50% der Soldaten kamen aus eroberten Ländern. Sobald die Lage brenzlig wurde, machten sie sich aus dem Staub. Viele der übrigen leiden schon bald an Krankheiten wie Typhus und Ruhr. Diese Infektionen haben an den Skeletten allerdings keine Spuren hinterlassen. Aber einige der Knochen verraten, dass noch ein anderer Erreger unter den Soldaten wütete. This is frontal bone. It's from head, forehead. This is from this. Dieser Stirnknochen zeigt Vernarbungen einer chronischen Entzündung. Das ist ein eindeutiges Symptom der Syphilis im Spätstadium. Der Befund ist keine Überraschung, denn damals zog immer ein ganzer Tross Frauen mit. Zu den Frauen, die Truppen begleiteten, gehörten Wäscherinnen, Köchinnen und Marketenderinnen. Viele von ihnen boten auch sexuelle Dienstleistungen an. Durch Desertionen und Krankheiten dezimiert, büßt Napoleons Armee einen Großteil ihrer Schlagkraft ein. Am 6. September 1812 hat er endlich sein erstes Ziel erreicht und beim Dorf Borodino, nur gut 100 Kilometer westlich von Moskau, die russische Armee eingeholt. Doch inzwischen ist die zahlenmäßige Überlegenheit der Franzosen dahingeschmolzen. Für beide Seiten geht es um alles. Napoleons Soldaten wussten, dass sie sich 2.500 Kilometer von Paris entfernt keine Niederlage leisten konnten. Ebenso entschlossen waren die Russen. Sie kämpften um die Ehre ihres Vaterlandes und wollten eine Eroberung Moskaus unbedingt verhindern. Vor der Schlacht ruft Alexander I. seine Truppen auf, Mütterchen Russland um jeden Preis vor den ruchlosen Eindringlingen zu retten. Soldaten, in euren Adern fließt das Blut der heldenhaften Slawen. Ihr verteidigt unser Land, unsere Religion und unsere Freiheit. Die Motivation der napoleonischen Truppen beschreibt einer ihrer Offiziere folgendermaßen. Sie kennen nur einen Gott, ihren Herrscher. Nur einen Beweggrund, die Gewalt, und nur eine Leidenschaft, den Ruhm. Wie immer vertrauen die Männer ganz auf das Militärgenie, das sie anführt. Doch Napoleon ist angeschlagen. Sein Leibarzt macht das Wetter dafür verantwortlich. Er leidet unter dem Wind, dem Dunst, dem Regen und der Atmosphäre. Einem anderen Bericht zufolge beklagt sich Napoleon, dass er alt wird.
Seine Beine sind geschwollen und er hat Probleme beim Wasserlassen. Auch er selbst gibt dem feuchten Klima die Schuld. Er war wirklich sehr krank. Zwar nicht sterbenskrank, aber äußerst mitgenommen. In so einem Zustand würde niemand in eine Schlacht ziehen wollen. Im Morgengrauen des 7. September wirft Napoleon seine Männer in eine erbarmungslose Schlacht. 10 Stunden lang werden 3 Kanonenschüsse pro Sekunde und 430 Musketenschüsse pro Minute abgefeuert. Als die Russen Schwäche zeigen, könnte Napoleon ihnen den entscheidenden Schlag versetzen, wenn er die kaiserliche Garde einsetzt, seine persönliche Elitetruppe. Doch zum ersten Mal zögert er. Er verweigerte ihren Einsatz und sagte, was, wenn es morgen noch eine Schlacht gibt? Der junge Bonaparte hätte das nie gesagt. Die Schlacht von Borodino ist ein einziges Gemetzel. Der Zar verliert 44.000 Mann und Napoleon 33.000. Am Ende siegt der Franzose und rückt ungehindert auf Moskau vor. Dort steht er vor den Toren und erwartet, dass ihm als Sieger nach alter Tradition die Schlüssel zur Stadt überreicht werden. Er wartet vergebens. Es kamen keine Schlüssel und er war äußerst gekränkt. Als die Sieger in die Stadt einmarschierten, war sie zu ihrer Überraschung menschenleer. Noch am selben Abend, am 15. September, bietet sich dem verwundeten Napoleon ein unglaublicher Anblick. Moskau steht plötzlich in Flammen. Noch erstaunter ist er, als er erfährt, dass die Einwohner auf Befehl des Gouverneurs ihre Stadt selbst angezündet haben. Ein zeitgenössischer Bericht zitiert seine wütenden Worte. Das ist ein Vernichtungskrieg. Die eigenen Städte niederzubrennen. Diese Menschen sind vom Teufel besessen. Die Flammen haben 4/5 der Gebäude und einen Großteil der Nahrungsvorräte zerstört. Napoleon schickt dem Zaren, der nach St. Petersburg geflohen ist, mehrere dringende Botschaften mit dem Angebot von Friedensverhandlungen. Doch 5 Wochen lang kommt keine Antwort. Die 2-monatige Frist, die er sich für seinen Feldzug gesetzt hat, ist längst verstrichen und der Sommer geht zu Ende. Wenn er nicht schnell einen Ausweg findet, wird er auf einen Feind stoßen, gegen den er machtlos ist, den russischen Winter. Seine Generäle brüsten sich gern damit, dass ihre Armee das Wort Rückzug nicht kennt. Doch am 19. Oktober 1812 spricht Napoleon das verpönte Wort aus. Der Rückzug aus Moskau beginnt. Hut ab. Es ist ein schmachvoller Abzug. Ein enger Berater Napoleons sagt später, er konnte einfach nicht glauben, dass ihn das Schicksal, das ihm so lange wohlgesonnen war, jetzt im Stich ließ. Nachdem er die zaristische Armee monatelang verfolgt und bei Borodino beinahe entscheidend besiegt hat, ist er nun selbst der Gejagte. Er wird von einem neuen, gnadenloseren Feind angegriffen. Die Russen nennen ihn respektvoll General Winter. Als Napoleons Soldaten aus Moskau abrücken, beginnt für sie ein Wettlauf gegen die Zeit, den sie unnötig in die Länge ziehen, aus reiner Beutegier. Die Indizien, die Jankauskas im Massengrab von Vilnius entdeckt, belegen, dass sich die Männer buchstäblich ein schweres Los aufbürdeten, als sie Moskau wieder verließen. An einigen Wirbeln sind Spuren von Stressfrakturen erkennbar, verursacht durch Druck. Der Mann muss etwas sehr Schweres über große Entfernungen getragen haben. Sie nahmen all dieses Zeug mit, statt der Nahrungsmittel für die 800 Kilometer zurück nach Vilnius. Kein Wunder, dass sie schon bald unter Hunger und Erschöpfung leiden. Geschwächt und demoralisiert sind sie nun leichte Beute für die zaristischen Kosaken, die sie angreifen wie Wölfe eine Herde Schafe. Sogar die kaiserliche Garde wird attackiert.
Plötzlich ist Napoleon selbst eine Zielscheibe. Sein Adjutant, General Philippe de Ségur, der das Scharmützel überlebt, schreibt später: Hätten diese elenden Kerle bei ihrem Angriff nicht so laut gebrüllt, um sich gegen die Gefahren abzustumpfen, wäre Napoleon ihnen vielleicht nicht entronnen. Noch in derselben Nacht greift Napoleon zu einem drastischen Mittel, um zu verhindern, dass er jemals lebend in feindliche Hände fällt. Sein Leibarzt muss ihm ein tödliches Gift zubereiten. Einige Forscher vermuten, dass es eine Mischung aus Opium und Belladonna ist. Von nun an trägt er das Fläschchen ständig in einem Brustbeutel bei sich. Ja. Auch das Winterwetter ist Gift für ihn. Er empfindet es wie einen Fluch. Wie schlimm die aus dem Osten kommende Kälte sein kann, verdeutlicht schon die Tatsache, dass es nur in der Antarktis eisiger wird. Und in diesem Jahr beginnt der Winter auch noch früher als gewöhnlich. Im Winter entstehen sibirische Hochdruckgebiete, die die Kaltluft nach unten und in alle Richtungen drücken. Deshalb wird es bei Moskau viel kälter als irgendwo sonst auf dem europäischen Kontinent. Doch Napoleon will sich nicht einmal diesem unbezwingbaren Feind geschlagen geben. Ein Adjutant schreibt: Es schien, als erwarte der Kaiser irgendein Wunder, dass das Klima mildern und das Verderben abwenden würde, das von allen Seiten auf uns herabstürzte. Leider war das eine Selbsttäuschung. Und auf sein Unglück folgte unser Untergang. Die katastrophalen Bedingungen werden zu einer Zerreißprobe, der die Disziplin der Truppen nicht standhält. Bald herrscht völlige Anarchie. Alles brach zusammen. Die Armeeführung war entsetzt über den Egoismus der Soldaten. Einige sehen in ihrer Verzweiflung nur einen Ausweg aus dem Elend. Ein Augenzeuge berichtet: Hunderte der Männer konnten die Entbehrungen nicht länger ertragen und begingen Selbstmord. Jeden Tag hörten wir aus den Wäldern vereinzelte Schüsse. Unsere Patrouillen, die erkunden sollten, was los war, meldeten jedes Mal: Ein Franzose hat sich das Hirn weggepustet. Die Temperatur sinkt auf minus 30 Grad. Die größte Gefahr ist der Tod durch Unterkühlung. Wenn sie einsetzt, beginnt der Körper zu zittern, um Wärme zu erzeugen, und stoppt die Blutzufuhr zu Armen und Beinen. Im Endstadium der Unterkühlung fallen die Opfer in ein Delirium. Sie verspüren einen letzten Wärmeschub und den überwältigenden Drang, sich in den Schnee zu legen und zu schlafen. Sie torkeln wie Betrunkene und scheren aus der Marschkolonne aus. Einige fangen vielleicht an zu lachen. Dann fallen sie der Länge nach auf die Nase. Viele der Soldaten kamen aus Mittelmeerländern und waren besonders anfällig. Einen Monat nach dem Abmarsch aus Moskau sind über die Hälfte der Männer tot. General Caulaincourt, die rechte Hand Napoleons, sagt, derart Entsetzliches habe er nicht einmal auf dem schlimmsten Schlachtfeld erlebt. Die Kavallerie ist gezwungen, die eigenen Pferde zu essen. Jetzt müssen sogar die Offiziere zu Fuß gehen. Napoleon ist natürlich eine Ausnahme. Aber am 9. November 1812 steigt er aus der Kutsche und marschiert eine Weile neben seinen Männern her, um ihre Moral zu heben. Doch diese Geste der Solidarität hat nicht unbedingt den gewünschten Erfolg. Einer der Soldaten jedenfalls bekundet: Mir kommen die Tränen, als ich sehe, dass unser Kaiser mit einem Stock in der Hand zu Fuß geht. Dieser große Mann, der uns so stolz gemacht hat. Wochenlang klammern sich die Männer an die Hoffnung, rechtzeitig Vilnius zu erreichen und dort Nahrung, Unterkunft und Sicherheit zu finden. Der Historiker Austin malt aus, wie ihre Ankunft in der Stadt ausgesehen haben muss. Stunned, freezing, starving. Benommen, fast erfroren und ausgehungert waren die Soldaten am Ende ihrer Kräfte. Wenn sie noch eine Hoffnung hatten, dann die,
dass sie nach dem schier endlosen, schrecklichen Rückzug in Vilnius eine sichere Zuflucht finden würden. Doch kurz vor ihrer Ankunft sinkt die Temperatur auf einen neuen Tiefstand. Es war derart kalt, dass nach den Worten von Napoleons Adjutant Vögel tot vom Himmel fielen und dass der Atem der Menschen in der Luft hing wie ein Nebel aus Eiskristallen. Ein anderer Augenzeuge berichtet, er habe auf einer Strecke von 4 Meilen 58 Leichen gezählt. Endlich, nach einem 7-wöchigen Marsch, erblicken die kläglichen Reste der Grande Armée aus der Ferne Vilnius. Von den 500.000 Mann, die hier Ende Juni aufgebrochen waren, kehren jetzt Anfang Dezember nur 35.000 zurück. Trotzdem setzen viele der Überlebenden ihre ganze Hoffnung noch immer darauf, dass ihr Kaiser sie irgendwie retten und in die Heimat zurückbringen wird. Da haben sie sich getäuscht. Napoleon hat andere Pläne. Am 5. Dezember verschwindet er, so schnell er kann, nach Paris, um seine eigene Darstellung der Ereignisse zu verbreiten. Die Franzosen sind wie Frauen, sagt er. Man darf sie nie zu lange allein lassen. Er braucht nur 8 Tage bis Paris. So schnell hatte noch nie jemand Europa durchquert. Aber er wollte unbedingt vor der Nachricht von seinem Desaster eintreffen. Seine Soldaten merken schnell, dass er sie im Stich gelassen hat. Die unterschiedlichen Berichte über die Reaktionen der Männer stimmen in einem erstaunlichen Detail überein. Danach haben die Soldaten ihre Offiziere, das Wetter und die Russen verflucht. Aber nicht ein einziges Mal Napoleon. Trotzdem macht sich Resignation breit, wie ein Hauptmann notiert. Solange er mit uns ausharrte, gab uns das absolute Vertrauen in ihn große Zuversicht. Jetzt sind alle Hoffnungen auf einen glücklichen Ausgang mit ihm verschwunden. Nur der Gedanke an das rettende Vilnius hat die ausgezehrten Männer auf dem langen Todesmarsch am Leben erhalten. Was ihnen jetzt noch bevorsteht, müssen sie ohne ihren Kaiser bewältigen. Als sie die Tore der Stadt erblicken, scheint die Rettung in greifbarer Nähe. Doch dann kommt es an der Stadtmauer zu einem panikartigen, tödlichen Ansturm. Im Nu türmen sich vor diesem Tor auf entsetzliche Weise die Leiber auf, als die Soldaten zu Hunderten und Tausenden nach vorn drängen. Es muss ein unvorstellbar schrecklicher Anblick gewesen sein. Auch Napoleons Adjutant Victor Dupuis bricht zusammen, mehr tot als lebendig. Dann kommt er wieder zu sich und torkelt weiter. Wenig später glaubt er zu träumen. Ihm und den anderen kommt es vor, als seien sie im Paradies gelandet. Ein Soldat erinnert sich. Mit einem überschäumenden Glücksgefühl sahen wir glitzernde Schaufenster, gut gekleidete Menschen und vor allem Restaurants. Es ist eine tragische Ironie, dass viele der Männer, die Hunger und Kälte überlebt haben, nun am gedeckten Tisch den Tod finden. Sie stopften sich wohl derart voll, dass einige auf der Stelle starben. Nach dem wochenlangen Hungern war das tödlich. Die Archäologen haben in dem Massengrab sogar Goldmünzen gefunden. Auch sie erzählen eine Geschichte. Einer muss ziemlich reich gewesen sein, aber leider konnte das Geld ihm nicht das Leben retten. Ein paar Münzen genügen nicht, um Nahrungsmittel zu kaufen. Selbst Brot ist schon bald so kostbar, dass man es mit Gold aufwiegt. Wie verzweifelt die hungrigen Soldaten sind, zeigt eine besonders schaurige Episode. Einige von ihnen brechen in das Haus eines Medizinprofessors ein und vertilgen gierig dessen Präparate,
Eine Sammlung menschlicher Organe, die in Alkohol konserviert sind. Wie man inzwischen weiß, sind Tausende der Opfer nicht verhungert, sondern an Krankheiten zugrunde gegangen. Die Forscher haben in den Kleiderfetzen vom Massengrab nach mikroskopischen Indizien für die Todesursachen gefahndet. Diese Stoffreste stammen von Gamaschen und Socken. Wir untersuchen die am besten erhaltenen Fetzen von Uniformen und anderen Kleidungsstücken unter dem Mikroskop. Zuerst suchen wir nach Überresten von Läusen. Sie könnten zumindest indirekt auf Typhus-Epidemien hindeuten. Wie Augenzeugen berichten, sind die Hospitäler überfüllt mit Opfern von Typhus und Ruhr. Es sind so viele, dass sogar Klöster umgewandelt werden, um die Sterbenden und Toten aufzunehmen. In dieser verzweifelten Lage werden einige zu Helden. Einer von ihnen ist der Stabsarzt Édouard Déchy, den Napoleon auf der Straße nach Vilnius getroffen hatte. Mitten in diesem grauenhaften Chaos gab es einen Mann, der sich so hingebungsvoll um seine Patienten kümmerte, dass er sich mit Typhus ansteckte und daran starb. Die Männer sterben schneller, als ihre noch lebenden Kameraden sie begraben können. Schon bald verstopfen Berge aufgeblähter Leichen die Straßen der Stadt. Wer noch dazu in der Lage ist, macht sich auf den Heimweg nach Frankreich. Die armen Teufel, die in Vilnius zurückbleiben, sitzen in einer Stadt der Toten in der Falle. Als schließlich die Soldaten des Zaren in Vilnius einrücken, sind von der bedrohlichen Invasionsarmee nur noch einige jämmerliche Gestalten übrig. Sie als Überlebende zu bezeichnen, ist fast schon eine Übertreibung. Ein englischer Beobachter bei den russischen Truppen ist schockiert, als er sieht, was mit den Leichen angestellt wird. Alle zerbrochenen Fenster und Löcher im Mauerwerk waren mit Füßen, Beinen, Armen, Händen, Rümpfen und Köpfen zugestopft, um die noch Lebenden vor der eisigen Außenluft zu schützen. Als die Russen in Vilnius eintrafen, brauchten sie die Hospitäler und Klöster für die vielen eigenen Kranken und Verwundeten. Also warfen sie die Franzosen einfach aus den Fenstern. Auch Jan Kauskas und seine Mitarbeiter sind schockiert. Wir können uns lebhaft vorstellen, wie die Leichen zu Bergen aufgetürmt und wie Baumstämme abtransportiert wurden. Die Russen werfen die toten Feinde in die Gräben, die diese selbst erst einige Monate zuvor ausgehoben haben. Aber auch dort werden die menschlichen Überreste der Invasoren nicht in Ruhe gelassen. Jan Kauskas jedenfalls hat an den Skeletten verdächtige Schnittspuren festgestellt. Eine mögliche Erklärung ist, dass Leichenfledderer versucht haben, wertvolle Gegenstände wie Schuhe oder Stiefel zu erbeuten. Wenn die Füße mit den Stiefeln gefroren waren, haben sie vielleicht ein großes Messer oder einen Säbel genommen, um sie vom Fleisch zu schneiden. In weiter Ferne vom eisigen Massengrab zeigt Napoleon nicht das geringste Mitgefühl mit den Hunderttausenden, die für ihn ihr Leben geopfert haben. Er macht nur eine Ausnahme.
Auf einer Verlustliste erkennt er den Namen Dr. Deschi wieder. Er erinnerte sich an den Arzt und dessen Sohn und schickte den Befehl nach Vilnius, der Junge solle sofort nach Frankreich eskortiert werden und ein Schulstipendium erhalten. Für sich selbst zieht Napoleon eine kritische Bilanz. Später schreibt er, er habe 2 Lektionen gelernt, die er nie vergessen werde. Ich habe 2 Fehler begangen. Erstens, überhaupt nach Moskau zu marschieren und zweitens, zu lange dort zu bleiben. Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt. Bis zum 6. November war ich Herrscher Europas. Das bin ich nun nicht mehr. Eineinhalb Jahre nach Napoleons Rückzug aus Moskau besetzen seine europäischen Gegner, allen voran der Zar mit ihren Truppen, Paris und zwingen den Kaiser zur Abdankung. Napoleon schluckt die Giftmischung, die er seit Russland bei sich trägt, aber sie hat ihre tödliche Wirkung verloren und er überlebt. Knapp 3 Jahre später erlebt er, nach einem kurzen politischen Comeback, in der Schlacht bei Waterloo sein endgültiges Fiasko. Aber eigentlich ist sein Schicksal schon in der eisigen Einöde Russlands besiegelt worden. Dort hat er 10-mal so viele Soldaten verloren wie in Waterloo. Die glorreiche Grande Armée, der er seine Macht verdankte, verschwindet in der Versenkung der Geschichte. 1821 stirbt Napoleon in der Verbannung auf der Insel St. Helena. Da sind seine in Vilnius gestrandeten Soldaten längst von den Würmern gefressen worden. Er selbst aber erlebt 19 Jahre nach dem Tod eine Wiederauferstehung als Nationalheld und wird unter den Großen des Landes im Invalidendom beigesetzt. Sein Gegenspieler, Zar Alexander I., ist nicht nur Napoleon entwischt. Als man 1926 sein Grab öffnet, ist es leer. Was mit seinen Gebeinen geschah, ist bis heute ein Rätsel. Die sterblichen Überreste derer, die für Napoleon ihr Leben ließen, sollen jetzt, fast 200 Jahre später, auf einem Militärfriedhof eine würdige Bestattung erhalten. Dort ruhen sie dann neben den Opfern der beiden Weltkriege. Sie werden vielleicht nicht die letzten sein. Bisher sind 3000 Skelette ausgegraben worden. Aber wie die Forscher vermuten, sind in Vilnius wohl 30.000 weitere Tote aus Napoleons Geisterarmee noch gar nicht entdeckt worden. Dupuis bricht zusammen, mehr tot als lebendig. Dann kommt er wieder zu sich und torkelt weiter. Wenig später glaubt er zu träumen. Ihm und den anderen kommt es vor, als seien sie im Paradies gelandet. Ein Soldat erinnert sich. Mit einem überschäumenden Glücksgefühl sahen wir glitzernde Schaufenster, gut gekleidete Menschen und vor allem Restaurants. Es ist eine tragische Ironie, dass viele der Männer, die Hunger und Kälte überlebt haben, nun am gedeckten Tisch den Tod finden. Sie stopften sich wohl derart voll, dass einige auf der Stelle starben. Nach dem wochenlangen Hungern war das tödlich. Die Archäologen haben in dem Massengrab sogar Goldmünzen gefunden. Auch sie erzählen eine Geschichte. Einer muss ziemlich reich gewesen sein, aber leider konnte das Geld ihm nicht das Leben retten. Ein paar Münzen genügen nicht, um Nahrungsmittel zu kaufen.
Selbst Brot ist schon bald so kostbar, dass man es mit Gold aufwiegt. Wie verzweifelt die hungrigen Soldaten sind, zeigt eine besonders schaurige Episode. Einige von ihnen brechen in das Haus eines Medizinprofessors ein und vertilgen gierig dessen Präparate, eine Sammlung menschlicher Organe, die in Alkohol konserviert sind. Wie man inzwischen weiß, sind Tausende der Opfer nicht verhungert, sondern an Krankheiten zugrunde gegangen. Die Forscher haben in den Kleiderfetzen vom Massengrab nach mikroskopischen Indizien für die Todesursachen gefahndet. Diese Stoffreste stammen von Gamaschen und Socken. We are trying to take the best preserved pieces of uniforms. Wir untersuchen die am besten erhaltenen Fetzen von Uniformen und anderen Kleidungsstücken unter dem Mikroskop. Zuerst suchen wir nach Überresten von Läusen. Sie könnten zumindest indirekt auf Typhus-Epidemien hindeuten. Wie Augenzeugen berichten, sind die Hospitäler überfüllt mit Opfern von Typhus und Ruhr. Es sind so viele, dass sogar Klöster umgewandelt werden, um die Sterbenden und Toten aufzunehmen. In dieser verzweifelten Lage werden einige zu Helden. Setzt seine persönliche Elitetruppe. Doch zum ersten Mal zögert er. Er verweigerte ihren Einsatz und sagte, was, wenn es morgen noch eine Schlacht gibt? Der junge Bonaparte hätte das nie gesagt. Die Schlacht von Borodino ist ein einziges Gemetzel. Der Zar verliert 44.000 Mann und Napoleon 33.000. Am Ende siegt der Franzose und rückt ungehindert auf Moskau vor. Dort steht er vor den Toren und erwartet, dass ihm als Sieger nach alter Tradition die Schlüssel zur Stadt überreicht werden. Er wartet vergebens. Es kamen keine Schlüssel und er war äußerst gekränkt. Als die Sieger in die Stadt einmarschierten, war sie zu ihrer Überraschung menschenleer. Noch am selben Abend, am 15. September, bietet sich dem verwundeten Napoleon ein unglaublicher Anblick. Moskau steht plötzlich in Flammen. Noch erstaunter ist er, als er erfährt, dass die Einwohner auf Befehl des Gouverneurs ihre Stadt selbst angezündet haben. Ein zeitgenössischer Bericht zitiert seine wütenden Worte. Das ist ein Vernichtungskrieg, die eigenen Städte niederzubrennen. Diese Menschen sind vom Teufel besessen. Die Flammen haben 4/5 der Gebäude und einen Großteil der Nahrungsvorräte zerstört. Napoleon schickt dem Zaren, der nach St. Petersburg geflohen ist, mehrere dringende Botschaften mit dem Angebot von Friedensverhandlungen. Doch 5 Wochen lang kommt keine Antwort. Die 2-monatige Frist, die er sich für seinen Feldzug gesetzt hat, ist längst verstrichen und der Sommer geht zu Ende. Wenn er nicht schnell einen Ausweg findet, wird er auf einen Feind stoßen, gegen den er machtlos ist, den russischen Winter. Seine Generäle brüsten sich gern damit, dass ihre Armee das Wort Rückzug nicht kennt. Doch am 19. Oktober 1812 spricht Napoleon das verpönte Wort aus. Der Rückzug aus Moskau beginnt. Hut ab. Es ist ein schmachvoller Abzug. Ein enger Berater Napoleons sagt später, er konnte einfach nicht glauben, dass ihn das Schicksal, das ihm so lange wohlgesonnen war, jetzt im Stich ließ. Nachdem er die zaristische Armee monatelang verfolgt und bei Borodino beinahe entscheidend besiegt hat, ist er nun selbst der Gejagte. Er wird von einem neuen, gnadenloseren Feind angegriffen. Die Russen nennen ihn respektvoll General Winter. Deshalb wird es bei Moskau viel kälter als irgendwo sonst auf dem europäischen Kontinent. Doch Napoleon will sich nicht einmal diesem unbezwingbaren Feind geschlagen geben. Ein Adjutant schreibt: Es schien,
Als erwarte der Kaiser irgendein Wunder, dass das Klima mildern und das Verderben abwenden würde, das von allen Seiten auf uns herabstürzte. Leider war das eine Selbsttäuschung. Und auf sein Unglück folgte unser Untergang. Die katastrophalen Bedingungen werden zu einer Zerreißprobe, der die Disziplin der Truppen nicht standhält. Bald herrscht völlige Anarchie. Alles brach zusammen. Die Armeeführung war entsetzt über den Egoismus der Soldaten. Einige sehen in ihrer Verzweiflung nur einen Ausweg aus dem Elend. Ein Augenzeuge berichtet: Hunderte der Männer konnten die Entbehrungen nicht länger ertragen und begingen Selbstmord. Jeden Tag hörten wir aus den Wäldern vereinzelte Schüsse. Unsere Patrouillen, die erkunden sollten, was los war, meldeten jedes Mal, ein Franzose hat sich das Hirn weggepustet. Die Temperatur sinkt auf minus 30 Grad. Die größte Gefahr ist der Tod durch Unterkühlung. Wenn sie einsetzt, beginnt der Körper zu zittern, um Wärme zu erzeugen, und stoppt die Blutzufuhr zu Armen und Beinen. Im Endstadium der Unterkühlung fallen die Opfer in ein Delirium. Sie verspüren einen letzten Wärmeschub und den überwältigenden Drang, sich in den Schnee zu legen und zu schlafen. Sie torkeln wie Betrunkene und scheren aus der Marschkolonne aus. Einige fangen vielleicht an zu lachen. Dann fallen sie der Länge nach auf die Nase. Viele der Soldaten kamen aus Mittelmeerländern und waren besonders anfällig. Einen Monat nach dem Abmarsch aus Moskau sind über die Hälfte der Männer tot. General Caulaincourt, die rechte Hand Napoleons, sagt, derart Entsetzliches habe er nicht einmal auf dem schlimmsten Schlachtfeld erlebt. Die Kavallerie ist gezwungen, die eigenen Pferde zu essen. Jetzt müssen sogar die Offiziere zu Fuß gehen. Napoleon ist natürlich eine Ausnahme. Aber am 9. November 1812 steigt er aus der Kutsche und marschiert eine Weile neben seinen Männern her, um ihre Moral zu heben. Doch diese Geste der Solidarität hat nicht unbedingt den gewünschten Erfolg. Einer der Soldaten jedenfalls bekundet: Mir kommen die Tränen, als ich sehe, dass unser Kaiser mit einem Stock in der Hand zu Fuß geht. Dieser große Mann. Als Napoleons Armee in Vilnius einmarschierte, waren viele der Einwohner begeistert. Sie sahen in Napoleon den Befreier von den Russen und feierten ihn als Helden. Beim Einmarsch am 28. Juni bereiten die Bürger der Hauptstadt den Franzosen einen triumphalen Empfang. Die Truppen genießen die Begeisterung. Ganz offenbar hat die napoleonische Magie nichts von ihrem Glanz verloren. Einer der Soldaten, Victor Dupuis, schreibt: Wir wurden mit größtem Jubel empfangen. Damen in ihrer besten Garderobe warfen uns Blumen und Kekse zu. Nur Napoleon ist nicht nach Feiern zumute. Er hat gehofft, seinen Widersacher schnell in die Knie zu zwingen. Stattdessen hat der ihm ein Schnippchen geschlagen. Voller Wut stürmt er in die Bischofsresidenz. Er eilt in den Raum, in dem sich noch am Vortag der Zar aufgehalten hat. Er braucht nicht lange zu warten. Alexander I. übermittelt ihm eine Botschaft. Der Zar schreibt: Geh zurück über die Memel, dann können wir verhandeln. Napoleon ist außer sich. Merkt der Zar denn nicht, dass er keine Chance hat? Er zitiert Graf Balaschow zu sich, den Emissionär des Zaren, und bekommt einen Wutanfall. Meine Truppen sind den ihren dreifach überlegen, ruft er. Schämen Sie sich nicht. Ich habe ganz Europa hinter mir. Wie wollen Sie mir da widerstehen? Balaschow erwidert kühl: Wir werden unser Bestes tun, Sire. Er ist also gewarnt, tut die Warnung aber als leeres Gerede ab. Er gibt Order, den Zaren jetzt mit aller Macht zu jagen. Seine Soldaten sind siegesgewiss und übermütig wie nie zuvor.
Einer der Hauptleute erklärt selbstbewusst, hätte man uns befohlen, den Mond zu erobern, hätten wir gerufen, Vorwärtsmarsch. Für Napoleon ist Vilnius kaum mehr als ein Trostpreis. Trotzdem liegt ihm sehr daran, diese Trophäe nicht wieder zu verlieren. Napoleon set up a provisional puppet government here. Er setzte in Vilnius eine Marionettenregierung ein. Eine ihrer ersten Aufgaben war es, Gräben auszuheben, um zu verhindern, dass die Stadt während seiner Abwesenheit von russischen Einheiten zurückerobert wurde. Mit ziemlicher Sicherheit befindet sich das jetzt entdeckte Massengrab in einem dieser Verteidigungsgräben. Aschen und Socken. We are trying to take the best preserved pieces of uniforms. Wir untersuchen die am besten erhaltenen Fetzen von Uniformen und anderen Kleidungsstücken unter dem Mikroskop. Zuerst suchen wir nach Überresten von Läusen. Sie könnten zumindest indirekt auf Typhus-Epidemien hindeuten. Wie Augenzeugen berichten, sind die Hospitäler überfüllt mit Opfern von Typhus und Ruhr. Es sind so viele, dass sogar Klöster umgewandelt werden, um die Sterbenden und Toten aufzunehmen. In dieser verzweifelten Lage werden einige zu Helden. Einer von ihnen ist der Stabsarzt Edouard Deschy, den Napoleon auf der Straße nach Vilnius getroffen hatte. Mitten in diesem grauenhaften Chaos gab es einen Mann, der sich so hingebungsvoll um seine Patienten kümmerte, dass er sich mit Typhus ansteckte und daran starb. Die Männer sterben schneller, als ihre noch lebenden Kameraden sie begraben können. Schon bald verstopfen Berge aufgeblähter Leichen die Straßen der Stadt. Wer noch dazu in der Lage ist, macht sich auf den Heimweg nach Frankreich. Die armen Teufel, die in Vilnius zurückbleiben, sitzen in einer Stadt der Toten in der Falle. Als schließlich die Soldaten des Zaren in Vilnius einrücken, sind von der bedrohlichen Invasionsarmee nur noch einige jämmerliche Gestalten übrig. Sie als Überlebende zu bezeichnen, ist fast schon eine Übertreibung. Ein englischer Beobachter bei den russischen Truppen ist schockiert, als er sieht, was mit den Leichen angestellt wird. Alle zerbrochenen Fenster und Löcher im Mauerwerk waren mit Füßen, Beinen, Armen, Händen, Rümpfen und Köpfen zugestopft, um die noch Lebenden vor der eisigen Außenluft zu schützen. Als die Russen in Vilnius eintrafen, brauchten sie die Hospitäler und Klöster für die vielen eigenen Kranken und Verwundeten. Also warfen sie die Franzosen einfach aus den Fenstern. Auch Jan Kauskas und seine Mitarbeiter sind schockiert. Einen Monat nach dem Abmarsch aus Moskau sind über die Hälfte der Männer tot. General Caulaincourt, die rechte Hand Napoleons, sagt, derart Entsetzliches habe er nicht einmal auf dem schlimmsten Schlachtfeld erlebt. Die Kavallerie ist gezwungen, die eigenen Pferde zu essen. Jetzt müssen sogar die Offiziere zu Fuß gehen. Napoleon ist natürlich eine Ausnahme. Aber am 9. November 1812 steigt er aus der Kutsche und marschiert eine Weile neben seinen Männern her, um ihre Moral zu heben. Doch diese Geste der Solidarität hat nicht unbedingt den gewünschten Erfolg. Einer der Soldaten jedenfalls bekundet: Mir kommen die Tränen, als ich sehe, dass unser Kaiser mit einem Stock in der Hand zu Fuß geht. Dieser große Mann, der uns so stolz gemacht hat. Wochenlang klammern sich die Männer an die Hoffnung, rechtzeitig Vilnius zu erreichen und dort Nahrung, Unterkunft und Sicherheit zu finden. Der Historiker Austin malt aus, wie ihre Ankunft in der Stadt ausgesehen haben muss. Stunned, freezing,
starving. Benommen, fast erfroren und ausgehungert waren die Soldaten am Ende ihrer Kräfte. Wenn sie noch eine Hoffnung hatten, dann die, dass sie nach dem schier endlosen, schrecklichen Rückzug in Vilnius eine sichere Zuflucht finden würden. Doch kurz vor ihrer Ankunft sinkt die Temperatur auf einen neuen Tiefstand. Es war derart kalt, dass nach den Worten von Napoleons Adjutant Vögel tot vom Himmel fielen und dass der Atem der Menschen in der Luft hing wie ein Nebel aus Eiskristallen. Ein anderer Augenzeuge berichtet, er habe auf einer Strecke von 4 Meilen 58 Leichen gezählt. Endlich, nach einem 7-wöchigen Marsch, erblicken die kläglichen Reste der Grande Armée aus der Ferne Vilnius. Von den 500.000 Mann, die hier Ende Juni aufgebrochen waren, kehren jetzt Anfang Dezember nur 35.000 zurück. Trotzdem setzen viele der Überlebenden ihre ganze Hoffnung noch immer darauf, dass ihr Kaiser sie irgendwie retten und in die Heimat zurückbringen wird. Da haben sie sich getäuscht. Napoleon hat andere Pläne. Am 5. Dezember verschwindet er so schnell er kann nach Paris, um seine eigene Darstellung der Ereignisse zu verbreiten. Die Franzosen sind wie Frauen, sagt er, man darf sie nie zu lange allein lassen. Er braucht. Als schließlich die Soldaten des Zaren in Vilnius einrücken, sind von der bedrohlichen Invasionsarmee nur noch einige jämmerliche Gestalten übrig. Sie als Überlebende zu bezeichnen, ist fast schon eine Übertreibung. Ein englischer Beobachter bei den russischen Truppen ist schockiert, als er sieht, was mit den Leichen angestellt wird. Alle zerbrochenen Fenster und Löcher im Mauerwerk waren mit Füßen, Beinen, Armen, Händen, Rümpfen und Köpfen zugestopft, um die noch Lebenden vor der eisigen Außenluft zu schützen. Als die Russen in Vilnius eintrafen, brauchten sie die Hospitäler und Klöster für die vielen eigenen Kranken und Verwundeten. Also warfen sie die Franzosen einfach aus den Fenstern. Auch Jan Kauskas und seine Mitarbeiter sind schockiert. Wir können uns lebhaft vorstellen, wie die Leichen zu Bergen aufgetürmt und wie Baumstämme abtransportiert wurden. Die Russen werfen die toten Feinde in die Gräben, die diese selbst erst einige Monate zuvor ausgehoben haben. Aber auch dort werden die menschlichen Überreste der Invasoren nicht in Ruhe gelassen. Jan Kauskas jedenfalls hat an den Skeletten verdächtige Schnittspuren festgestellt. Eine mögliche Erklärung ist, dass Leichenfledderer versucht haben, wertvolle Gegenstände wie Schuhe oder Stiefel zu erbeuten. Wenn die Füße mit den Stiefeln gefroren waren, haben sie vielleicht ein großes Messer oder einen Säbel genommen, um sie vom Fleisch zu schneiden. In weiter Ferne vom eisigen Massengrab zeigt Napoleon nicht das geringste Mitgefühl mit den Hunderttausenden, die für ihn ihr Leben geopfert haben. Er macht nur eine Ausnahme. Auf einer Verlustliste erkennt er den Namen Dr. Deschi wieder. Er erinnerte sich an den Arzt und dessen Sohn und schickte den Befehl nach Vilnius, der Junge solle sofort nach Frankreich eskortiert werden und ein Schulstipendium erhalten. Für sich selbst zieht Napoleon eine kritische Bilanz. Später schreibt er, er habe 2 Lektionen gelernt, die er nie vergessen werde. Ich habe 2 Fehler begangen. Erstens, überhaupt nach Moskau zu marschieren und zweitens, zu lange dort zu bleiben. Vom Erhabenen zum Lächeln. Zu Beginn des Feldzuges führte die trockene Hitze bei den Soldaten zu Erschöpfung und Austrocknung.
Dann verwandelten Gewitterregen die Wege in Schlammpisten, in denen die Proviantwagen mit den Begleitmannschaften stecken blieben. Und je länger die Invasion dauerte, desto mehr breiteten sich Krankheiten aus. Ohne die Proviantwagen müssen sich die Franzosen von dem ernähren, was das fremde Land hergibt. Aber die Russen haben alles, was den Invasoren in die Hände fallen könnte, vernichtet. Die Politik der verbrannten Erde hat Napoleon schwer getroffen. Nicht, dass die Bauern ihre Dörfer in heldenhafter Selbstaufgabe abgefackelt hätten. Das waren die Kosaken, eine Art Polizeitruppe des Zaren. Sie vertrieben die Bauern und brannten Dörfer und Erntevorräte nieder. Selbst die ergebensten Offiziere Napoleons sehen Unheil voraus. All seine Generäle flehten ihn an, nicht weiter zu marschieren. Aber das war ihm unmöglich. Er hatte den Wolf doch schon an der Gurgel gepackt, wie es einer ausdrückte, und konnte nicht loslassen, ohne gebissen zu werden. Also musste er weiter. So kommt es, dass Napoleon die zaristische Armee 3 Monate lang hartnäckig weiterverfolgt, fast bis vor die Tore Moskaus. Seine Späher melden ihm, dass der Zar in der Hauptstadt ist und die Verteidigungsmaßnahmen beaufsichtigt. Napoleon wusste eine ganze Menge über die traditionelle Invasionsroute von Westeuropa nach Moskau. Sie verläuft auf höher gelegenem Gelände, das in der Eiszeit von Gletschern aufgeworfen wurde. Diesen Weg nahm auch Hitler im Zweiten Weltkrieg. Er folgte der Route, die 1812 schon Napoleon eingeschlagen hatte. Der gut 800 Kilometer lange Trek von Vilnius nach Moskau schmeckt den Soldaten überhaupt nicht mehr. Schon gar nicht denen, die zwangsrekrutiert worden sind. Ein großes Problem waren die Desertionen. 50% der Soldaten kamen aus eroberten Ländern. Sobald die Lage brenzlig wurde, machten sie sich aus dem Staub. Viele der übrigen leiden schon bald an Krankheiten wie Typhus und Ruhr. Diese Infektionen haben an den Skeletten allerdings keine Spuren hinterlassen. Aber einige der Knochen verraten, dass noch ein anderer Erreger unter den Soldaten wütete. This is frontal bone. It's from head, forehead. This is from this. Dieser Stirnknochen zeigt Vernarbungen einer chronischen Entzündung. Das ist ein eindeutiges Symptom der Syphilis im Spätstadium. Der Befund ist keine Überraschung, denn damals zog immer ein ganzer Tross Frauen mit. Zu den Frauen, die die Truppen begleiteten, gehörten Wäscherinnen, Köchinnen und Marketenderinnen. Ohne die Proviantwagen müssen sich die Franzosen von dem ernähren, was das fremde Land hergibt. Aber die Russen haben alles, was den Invasoren in die Hände fallen könnte, vernichtet. Die Politik der verbrannten Erde hat Napoleon schwer getroffen. Nicht, dass die Bauern ihre Dörfer in heldenhafter Selbstaufgabe abgefackelt hätten. Das waren die Kosaken, eine Art Polizeitruppe des Zaren. Sie vertrieben die Bauern und brannten Dörfer und Erntevorräte nieder. Selbst die ergebensten Offiziere Napoleons sehen Unheil voraus. All seine Generäle flehten ihn an, nicht weiter zu marschieren. Aber das war ihm unmöglich. Er hatte den Wolf doch schon an der Gurgel gepackt, wie es einer ausdrückte, und konnte nicht loslassen, ohne gebissen zu werden. Also musste er weiter. So kommt es, dass Napoleon die zaristische Armee 3 Monate lang hartnäckig weiterverfolgt, fast bis vor die Tore Moskaus. Seine Späher melden ihm, dass der Zar in der Hauptstadt ist und die Verteidigungsmaßnahmen beaufsichtigt. Napoleon wusste eine ganze Menge über die traditionelle Invasionsroute von Westeuropa nach Moskau. Sie verläuft auf höher gelegenem Gelände, das in der Eiszeit von Gletschern aufgeworfen wurde. Diesen Weg nahm auch Hitler im Zweiten Weltkrieg. Er folgte der Route, die 1812 schon Napoleon eingeschlagen hatte. Der gut 800 Kilometer lange Trek von Vilnius nach Moskau schmeckt den Soldaten überhaupt nicht mehr. Schon gar nicht denen, die zwangsrekrutiert worden sind. Ein großes Problem waren die Desertionen. 50% der Soldaten kamen aus eroberten Ländern. Sobald die Lage brenzlig wurde, machten sie sich aus dem Staub. Viele der übrigen leiden schon bald an Krankheiten wie Typhus und Ruhr. Diese Infektionen haben an den Skeletten allerdings keine Spuren hinterlassen. Aber einige der Knochen verraten, dass noch ein anderer Erreger unter den Soldaten wütete.
This is frontal bone. This is from head, forehead. This is from this area. Dieser Stirnknochen zeigt Vernarbungen einer chronischen Entzündung. Das ist ein eindeutiges Symptom der Syphilis im Spätstadium. Information that are typical and clear signs of syphilis. Der Befund ist keine Überraschung, denn damals zog immer ein ganzer Tross Frauen mit. Zu den Frauen, die die Truppen begleiteten, gehörten Wäscherinnen, Köchinnen und Marketenderinnen. Viele von ihnen boten auch sexuelle Dienstleistungen an. Durch Desertionen und Krankheiten dezimiert, büßt Napoleons Armee einen Großteil ihrer Schlagkraft ein. Am 6. September 1812 hat er endlich sein erstes Ziel erreicht. Und beim Dorf Borodino, nur gut 100 Kilometer, I would kiss his ass. Mit 1,68 Meter ist Napoleon nicht sehr groß, aber er hält sich für den Größten. Immerhin hat das Militärgenie 1812 fast ganz Europa unterworfen. Wer will ihm da noch die Stirn bieten? 5 Jahre zuvor hat er mit dem russischen Zaren eine Allianz gegen den Erzfeind England geschlossen. Aber der Zar verstößt gegen den vereinbarten Handelsboykott. Das soll er nun büßen, getreu dem Leitspruch Napoleons. Meine Macht hängt von meinem Ruhm ab und mein Ruhm von meinen Siegen. Der Sieg hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und nur durch Siege kann ich die Macht erhalten. Seit 2 Jahren hat er seinen Russland-Feldzug bis ins kleinste Detail geplant. Mit einem fotografischen Gedächtnis ausgestattet, will er nichts dem Zufall überlassen. Er selbst entwirft die Pläne für die Versorgungswagen und rechnet aus, wie viele Hufeisen die Kavallerie mitnehmen und wie viel Proviant jeder Soldat tragen soll. Aber während er kaltblütig und siegesgewiss die nächste Eroberung plant, drängen unterbewusste Ängste an die Oberfläche. Nachts plagt ihn ein ständig wiederkehrender Albtraum, wie sein Leibdiener verrät. Die Erinnerung an seinen Traum verfolgte ihn lange Zeit. Er sprach oft davon und versuchte jedes Mal, eine andere Interpretation zu finden. Napoleon gibt zu, dass ihm der Traum an die Nieren geht. Ein Bär schlitzt mir den Brustkorb auf und reißt mein Herz heraus. Napoleon weiß sehr wohl, dass der russische Bär das Symbol zaristischer Macht ist. Dabei erinnert der gegenwärtige Zar Alexander I. eher an ein zahmes Kätzchen. Zum Beispiel kann er kein Blut sehen. Er ist so an den Luxus und die Annehmlichkeiten des Hoflebens gewöhnt, dass er als verdorbenes Muttersöhnchen verspottet wird. Gleichzeitig gilt er aber auch als gerissen und heuchlerisch. Daher der Spitzname die Sphinx. Man flüstert sogar, er habe seinen eigenen Vater umbringen lassen. Dennoch sieht Napoleon in ihm keinen ernsthaften Gegner. Schließlich hat der größte Feldherr seiner Zeit schon viele Siege errungen, während der Zar nur eine einzige Schlacht schlagen musste. Und die hat er verloren. Also scheint eine Invasion Russlands ein Kinderspiel. Im Juni 1812 stellt Napoleon die größte Streitmacht auf, die Europa je gesehen hat. Rund 650.000 Soldaten mit 140.000 Pferden und zahllosen Versorgungswagen. Die befördern unter anderem 28 Millionen Flaschen Wein und das goldene Tafelgeschirr. Drastischen Mittel, um zu verhindern, dass er jemals lebend in feindliche Hände fällt. Sein Leibarzt muss ihm ein tödliches Gift zubereiten. Einige Forscher vermuten, dass es eine Mischung aus Opium und Belladonna ist. Von nun an trägt er das Fläschchen ständig in einem Brustbeutel bei sich. Auch das Winterwetter ist Gift für ihn. Er empfindet es wie einen Fluch. Wie schlimm die aus dem Osten kommende Kälte sein kann, verdeutlicht schon die Tatsache, dass es nur in der Antarktis eisiger wird. Und in diesem Jahr beginnt der Winter auch noch früher als gewöhnlich. Im Winter entstehen sibirische Hochdruckgebiete, die die Kaltluft nach unten und in alle Richtungen drücken. Deshalb wird es bei Moskau viel kälter als irgendwo sonst auf dem europäischen Kontinent.
Doch Napoleon will sich nicht einmal diesem unbezwingbaren Feind geschlagen geben. Ein Adjutant schreibt: Es schien, als erwarte der Kaiser irgendein Wunder, dass das Klima mildern und das Verderben abwenden würde, das von allen Seiten auf uns herabstürzte. Leider war das eine Selbsttäuschung. Und auf sein Unglück folgte unser Untergang. Die katastrophalen Bedingungen werden zu einer Zerreißprobe, der die Disziplin der Truppen nicht standhält. Bald herrscht völlige Anarchie. Alles brach zusammen. Die Armeeführung war entsetzt über den Egoismus der Soldaten. Einige sehen in ihrer Verzweiflung nur einen Ausweg aus dem Elend. Ein Augenzeuge berichtet: Hunderte der Männer konnten die Entbehrungen nicht länger ertragen und begingen Selbstmord. Jeden Tag hörten wir aus den Wäldern vereinzelte Schüsse. Unsere Patrouillen, die erkunden sollten, was los war, meldeten jedes Mal, ein Franzose hat sich das Hirn weggepustet. Die Temperatur sinkt auf minus 30 Grad. Die größte Gefahr ist der Tod durch Unterkühlung. Wenn sie einsetzt, beginnt der Körper zu zittern, um Wärme zu erzeugen, und stoppt die Blutzufuhr zu Armen und Beinen. Im Endstadium der Unterkühlung fallen die Opfer in ein Delirium. Sie verspüren einen letzten Wärmeschub und den überwältigenden Drang, sich in den Schnee zu legen und zu schlafen. Sie torkeln wie Betrunkene und scheren aus der Marschkolonne aus. Einige fangen vielleicht an zu lachen. Dann fallen sie der Länge nach auf die Nase. Viele der Soldaten kamen aus Mittelmeerländern.